Es war ein Schock erstmal für alle. Wir wurden am Donnerstag informiert, dass am Montag kein Unterricht mehr stattfindet. Und dann wurde natürlich Mittel und Wege gesucht, wie wir das bewerkstelligen können, die Schüler zu unterrichten, ohne Präsenzunterricht zu haben. Also am Anfang dachte ich mir so, richtig cool und so, endlich mal zu Hause einfach nur schnell die Aufgaben machen und dann Freiheit. Aber wir hatten ja am Anfang die Aufgaben in Mebis bekommen, weil ich habe die Aufgaben wirklich nicht gecheckt. Und dann habe ich mir wirklich schon vorgestellt, dass es viel besser ist mit Lehrer oder in der Schule. Und dann sind ja die Meetings gekommen und das war eigentlich auch sehr gut, weil dann konnten die Lehrer uns das erklären oder wir konnten Fragen stellen, wenn wir was nicht verstanden haben. Also wir haben jetzt für WebEx, wir haben es so gemacht, unsere Schule hat erst einmal einen Stundenplan erstellt, der für das Homeoffice abgestimmt ist. Und dann war das halt, ist alles nach Stundenplan gelaufen. Wir haben halt immer ab 8 Uhr dann uns einloggen müssen. Und dann ist ja sofort, das ist ja eine gute Funktion an WebEx, dass praktisch sofort ein grüner Balken aufblinkt und man sofort sieht, es ist okay, es ist das Meeting und das Meeting. Die Lehrer dann ja dann ihre Räume auch entsprechend benennen und man sieht sofort, ah, jetzt ist Latein-Meeting, ich weiß am Stundenplan, wann was ist. Also die größte Herausforderung war, wirklich alle mit ins Boot zu holen, alle in die Gruppen einzusortieren der verschiedenen Fächer und auch die Schüler, die keine digitalen Endgeräte zu Hause hatten, mit Tablets, Laptops auszustatten, was die Schule dann auch Gott sei Dank sehr schnell geschafft hat, um keinen alleine zu lassen, sondern wirklich allen diesen Unterricht gemeinsam zu ermöglichen. Die Cisco-Lösung ist perfekt für den digitalen Unterricht, weil einfach alles aus einer Hand kommt. Das heißt, wir haben die Softwarelösung, wir haben die Hardwarelösung, die Video-Endpunkte und haben auch alles sehr schnell entsprechend griffbereit. Das heißt, die Lösung ist aus der Cloud, ist entsprechend in Europa gehostet. Das heißt, auch der Sicherheitsaspekt ist entsprechend gegeben. Und wir haben die Möglichkeit von Chat über Videosysteme, über geteiltes Lernen, sprich ein Teil der Klasse ist hier in der Schule, ein Teil der Klasse sitzt zu Hause, arbeitet aber trotzdem entsprechend wie eine Klasse zusammen. Das bietet entsprechend Cisco mit dem Portfolio, was wir dahinter haben, mit dem WebEx-Portfolio, einfach perfekt an. Die Videosysteme sind One-Click-Systeme, das heißt, auch da kann jemand, der noch nie mit sowas gearbeitet hat, mit 2-3 Klicks sich sofort in die Videosession einwählen. In den letzten 6 Monaten habe ich insgesamt 98 Meetings bisher abgehalten. Das waren 6.460 Minuten und das macht einen entscheidenden Unterschied, ob das möglich ist oder nicht. Und der schönste Moment, glaube ich, der da war, war, als die ersten Stunden der Lehrer entsprechend abgehalten wurden und wir natürlich positives Feedback bekommen haben, dass es super gelaufen ist, dass die Schüler happy sind, dass in dem Sinne schön war, die Schüler entsprechend dann auch über Video sehen zu können, einfach den Kontakt halten zu können. Das war für uns natürlich schön, um zu sagen, wunderbar, das Projekt ist gut gelaufen, ist erfolgreich und es wird auch entsprechend so angenommen, wie wir uns das vorstellen. Corona hat uns gezeigt, dass die Zukunft der Schule digital ist und wir jetzt gemeinsam diese digitale Zukunft gestalten müssen.